Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play GTA 5. Wir machen heute die nächste Mission, aber wie gesagt, das wird nicht definitiv nicht die letzte werden, weil eigentlich könnten wir hier, wie gesagt, die Story beenden unter diesem F. Das ist die allerletzte Hauptmission in dieser Spiel. Nur, wir arbeiten jetzt gerade ein bisschen mit Trevor, fangen wir nämlich an, ein bisschen abzuarbeiten und wir gehen mal zu Beverly, mal gucken, was der so vor uns hat. Und wie gesagt, da ist auch noch ein Fragezeichen offen. Aber erstmal gehen wir mal kurz zu Beverly. Mal gucken, was der für uns hat. Ob der für uns noch eine kleine Überraschung hat. Oder beziehungsweise wieder mal einen Auftrag hat. So rum ist es eigentlich richtig. Wobei ich glaube, ahne, welche Mission das ist. Ich glaube, ich weiß, welche Mission. Wie gesagt, das wird jetzt nächster Step bei vielen. Viele Charaktere werden natürlich jetzt ja, beseitigt bzw. nicht mehr vor. Hä? Nein. Wenn ich ehrlich bin, brauche ich. Ich mache diese Ladenlieferung nicht, wenn ich ehrlich bin. Habe ich jetzt ehrlich gesagt keinen Nerv zu. So, wir haben so viele Missionen mit den wie heißt es? Mit dem, ja, also mit Dom, wie heißen sie? Hier, falsch springen. Da ist Beverly. Das ist ja kein Problem. Hey, Bev! Oh, man, you fucking ruined the shot. You ruined the fucking shot. What the fuck you talking about? Paparazzo, Realitätscheck. Homie's got you them photos. Poppy Mitchell, the English princess, the others. Oh, right, man, you know? Don't even remember, right? The whole thing is like... But what about my money? Der Nächste, der uns verarscht. Trying to work? Hello? Or just, you know, have somebody call my agent or something. Man, fuck you. Whatever. Back to one. Please, we're shooting something. Oh, ich glaube, ich habe okay, eine Idee. Okay, okay. Now where were we? Guys, sorry. Do we have enough shots of me jumping around the corner? Dass ich das jetzt gerade machen muss. I think we're good. Well, Jeff... Pam! So, bestanden. Paparazzo, Reality Check. Zack. Ja, wir wollen natürlich jetzt nicht alles so machen. Jo, funktionierte. Sorry, der Typ hat es sich anders verdient gerade einfach. Der Nächste, der uns ehrlich gesagt verarscht hat. Nach Josh, jetzt auch Beverly. Also, scheinbar schon unsere Charaktere... Ist mir scheißegal, was du mir erzählst. Erzähl denen irgendwas. So, was war denn das? Dom. Och, nee, auf den hätte ich jetzt ehrlich gesagt gar keinen Bock. Nein, also das ist der am Flughafen. Okay. Der hat ja gesagt, wir sollen jetzt nicht am Flughafen drauf. Aber wie gesagt, der labert mir auch wieder so viel Scheiße mittlerweile. Den möchte ich hier bei dem Charakter auf jeden Fall ein bisschen... Ja, außen vor lassen. So. Ich habe mir jetzt das Fragezeichen markiert. Das werden wir auf jeden Fall jetzt angehen. So, dann haben wir das Thema Beverly dann auch abgeschlossen. Oh. Ja, wirklich sehr viel erlebt. Ich gucke mal gerade in die Statistiken rein, wie es da überhaupt aussieht mittlerweile. Nein, wie gesagt, ich werde das Spiel nicht auf 100% spielen, das ist klar. Wie gesagt, das fehlt jetzt auch eine Hauptmission, das ist die ganz, ganz große, die dauert auch knapp über eine Stunde. Da werde ich auch 2 oder 3 Parts draus machen. Ich werde hoffentlich versuchen, alle 3 Enden zu zeigen in GTA. Es gibt 3 Enden, wo jeder von den einzelnen Charakteren sterben könnte. Also bei 2 wird es auf jeden Fall passieren. Eine kenne ich persönlich, eine kenne ich selber, weil ich privat gemacht habe. Eine müsste eigentlich ziemlich klar sein, es gibt aber noch eine andere Methode. Also wie gesagt, ich kenne die Trevor-Stirb-Variante, ich kenne die Michael-Stirb-Variante, aber ich kenne die Franklin-Stirb-Variante nicht. Ich weiß nicht, wie der stirbt. Ja, habe ich so Zeit vertreiben, haben wir 1 von 42 erst gerade, also da haben wir so irgendwie gar nichts auf der Reihe. Zufällige Ereignisse haben wir 12 von 14, verschiedene haben wir 1 von 16. Wie gesagt, ich werde dieses Spiel nicht auf 100% spielen, aber ich werde zumindest versuchen, alle Missionen, bis auf wie gesagt, die von Cletus und so zu machen. Also ich lasse Cletus außen vor, ich lasse Dom außen vor, also die Jagd und die
falsch im Sprung rennen und alles drum und dann lasse ich außen vor. Habe ich irgendwie keinen Nerv zu, keinen Bock zu. Und ich glaube auch nicht, dass ihr sehen wollt. Aber falls ihr es unbedingt sehen wollt, dann zeigt es mir. Also schreibt mir das bitte mal in die Kommentare, ob ich die wirklich machen soll. Oder noch machen soll. Wie gesagt, ich möchte dann irgendwann auch langsam Richtung Abschluss kommen. Jetzt haben wir, glaube ich, nur noch die eine Mission mit dem. Ja, wir haben nicht mehr viel. Wir haben wirklich nicht mehr viel. Wir haben Beverly jetzt mittlerweile abgeschlossen. Wir haben Barry mittlerweile abgeschlossen. Also viele Missionen, die ich privat tatsächlich nie gemacht habe. Aber wie gesagt, ich möchte dann irgendwann auch gerne dieses Let's Play abschließen. Das wäre das nächste lange Let's Play mit an die 90 Folgen. Also kein wirklich... Gut, eines meiner längsten Let's Plays war das FIFA mit 192. Dann müsste irgendwann... ein oder zwei F1-Teile geben mit irgendwie 130 Folgen oder 140, warte mal, nein, so viel ist es nicht, sind 120, das aktuelle Teil wird 126 Folgen haben, also wie gesagt, klar, jetzt das Wochenende ist durch mit Mexiko, dann habe ich nächste Woche Brasilien auch schon abgearbeitet, läuft jetzt schon gerade das Qualifying hoch, das Rennen schneidet sich gerade. Ja, und Abu Dhabi werde ich auch noch aufnehmen jetzt am... Oder habe ich, glaube ich, wenn die Folge rauskommt, hier schon längst gemacht. Ich will hier gerade Freitag, Samstag, Sonntag, also am Samstag will ich es aufnehmen. Jetzt am letzten Samstag, dass ich das Thema auch abgearbeitet habe. Also wie gesagt, wir schließen jetzt in Kürze, wie gesagt, komplett Formel 1 2018 und GTA ab. So, dann habe ich auch den... Und Mafia müsste jetzt auch irgendwann so ganz langsam Richtung Abschluss kommen. Ich weiß nicht, wie es mit Metro Exodus ist. Da kenne ich die Story, das Storyende nicht. Beziehungsweise ich kenne die... Ich weiß nicht, wie weit die Story noch da geht. Aber da könnte auch irgendwann mal das Ende kommen. So. Gut. Haben wir viel gemacht bisher. Muss ich sagen, also, und dafür, dass ich das Spiel komplett alleine spiele, also ich hatte mir damals versucht, jemanden dazu zu holen. Und jetzt habe ich keine Ahnung, was als nächstes kommt. Ich gucke gerade auf die Uhr. Ach, ja, wir haben so viel zu wenig Zeit. 8 Minuten gerade wird das gemacht. Also, wie gesagt, haben wir noch ein bisschen Zeit, also werde ich den Teil hier auch noch machen. Hoffe ich zumindest. Die Frage ist, was haben wir hier? Der Typ. Wait. Stop. What's the weit problem? Draußen. Carbon based life form. Check. 6 feet tall. Check. Slightly excessive adipose tissue. Normal distribution. Check. Was ist das für ein Typ? Readings are. Deine Maschine ist kaputt. Shoot. This little machine is broken again. Check. Stardate 14-9-305. Time is 7:89 past the ninth meridian. We are clear. Whew. Greetings, CBL. Carbon-based life form. Greetings, home. Have you seen them, CBL? Seen who? I don't know. Es gibt, glaube ich, nur noch verrückte Menschen am Ende. There was a brilliant joy and a terrible confusion. And they were laughing and screaming and crying all at once. And some said, Omega, we come in peace. And others said, we have come to enslave you. We are an infinitely intelligent race of super cosmic beings, and out of the 6 billion people on this planet, we have chosen you for no good reason. And just then, they were about to abduct me and do experiments on me when their ship crashed. Man, you done lost your motherfucking mind. So denke ich mir auch gerade. I've got to find the pieces. Man, bullshit. Look. See this? If you see some, let me know. Yeah, okay, I will, man. Ja. Verlasse das Gebiet. Nichts lieber als das, liebe Leute. Was ein Kranker. Wo sind denn? Ach, den da. What a freak. Ja. Auf jeden Fall.
Raubstelle sind ganz San Andreas versteckt. Finde und sammle sie alle für Omega. Also Omega ist der Typ. Ja, wir können Raumschiffteile finden in Los Santos. Ich habe keine Ahnung, wo die alle sind. Definitiv nicht. Weil ich den Teil nie wirklich gespielt habe. Ich habe meistens auch nur die Hauptstory durchgespielt. Die kriegen wir auch nicht auf der Karte angezeigt, ne? Ja, kriegen wir nicht. Okay. Gut, ja, dann hätten wir bei Franklin nur noch Dom. Bei Michael haben wir gar nichts. Ja. Und da ich Dom nicht mache, würde ich sagen, bewegen wir uns nach Hause. Oder in die Richtung. Und dann werden das wahrscheinlich die nächste Aufnahme, ist ja schon die letzte sein. Bei Let's Play GTA 5. Ich weiß nicht, wie lange diese Mission dauert, wie viele Missionen ich daraus mache. Also es ist eigentlich eine ganz, ganz große Mission. Wie gesagt, die ging bei einem anderen YouTuber irgendwie eine Stunde 10. So lange schaffe ich nicht mit der Aufnahme hier und ich kann auch keine Stunde machen und ich kann auch die Folgenlänge nicht bei YouTube hochladen. Dementsprechend werde ich wahrscheinlich dann, wenn die Folge so lange kommt, so 3 Folgen, 4 Folgen draus machen. Ich weiß es noch nicht genau. Schauen wir auf jeden Fall mal. Also, das heißt, es könnten jetzt tatsächlich die letzten 3 oder 4 Folgen des Let's Plays kommen. Und dann sind wir durch, liebe Leute. Wie gesagt, ich lasse Trevor gerade das Jagen sein. Ich werde hier die Dom-Mission nicht machen, weil Dom eigentlich auch nur ein Vollidiot ist. Der mir beim letzten Mal auch schon ein bisschen auf den Piss ging mit seinem Fallschirmsprung. Und dann meinte er ja noch, ja, wir können noch ein Radrennen fahren, wo ich übelst verzweifelt bin am Ende. Aber ging ja dann am Ende noch, haben wir es ja geschafft. Ja, das heißt, wir fahren noch zurück zu Franklin. Und dann werde ich euch, obwohl das könnte noch mal von mir folgen werden, wenn ich wirklich euch, wenn ich es schaffe, wenn ich es schaffe, alle 3 Enden möchte ich euch gerne zeigen, Idealfall. Es gibt eine ABC-Variante. Wie gesagt, bei C überleben quasi alle Charaktere. Das kann ich euch schon mal sagen. So viele werden das Let's Play eh kennen. Wie gesagt, ich weiß, wie Trevor stirbt. Ich weiß aber nicht, wie Franklin stirbt. Ja. Och, meine Fresse. Raste aus, du Idiot. So, wir haben noch 1,4 Kilometer. Ich muss mal gerade auf die Uhrzeit gucken. Okay, wir sind eigentlich gut in der Zeit. Ja, und dann, wie gesagt, wird das sein, kann es sein, dass wir in der nächsten Aufnahmesession durch sind. Ja. Irgendwie so ein bisschen ein trauriger Moment, wenn ich ehrlich bin. Ähnlich wie in Red Dead Redemption. Weil wenn ihr dann wirklich so lange Let's Plays macht und so wirklich coole Stories macht, so coole Let's Plays und GTA ist zweifelsohne einer der geilsten Stories überhaupt. Denke ich mir, jo, auf jeden Fall. So. Okay, so noch ein paar Minuten. Haben wir? Ja, liebe Leute. Wir sehen jetzt gleich bei Franklin an der Hütte. Ich mache jetzt hier einen Fall, speichern. Nein, wir sind wie gesagt nicht komplett durch. Eigentlich nicht bei 100%. Da fehlen uns so viele Nebenzeugs. Da müssen wir die ganze Klinik, die Dom-Mission machen und. Aber größtenteils haben wir es ja. So, wir gucken, wie weit wir haben. 65% haben wir dieses Spiels durch. Das heißt, ich beende hier die Aufnahme. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Let's Play GTA 5. Und wie gesagt, die nächsten, ja, einigen Folgen. Könnte sein, dass wir gleich in der nächsten Folge schon sehen, wie einer der Hauptcharaktere das Zeitliche segnet. Die Frage ist, wie? Ich bin mega gespannt. Ihr hoffentlich auch. Bis dahin und auf Wiedersehen bei Let's Play GTA 5.